Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monster Hunter World. So, wie versprochen, machen wir natürlich weiter. Und zwar, wir sollen den Kuluyaku erledigen oder eher jagen. Und da schauen wir doch mal, ob wir das in dieser Folge hinbekommen. Er sah jetzt eigentlich nicht so gefährlich aus, muss ich sagen, aber man weiß ja nie. Stille Wasser sind tief. Okay. So, dann machen wir doch mal hier. Okay, wir haben einiges dazu bekommen. Und da ist er auch schon. Den markieren wir uns mal, den Kameraden. Und wir müssen dort runter. So, wir wetzen aber vorher nochmal unsere Waffe. Genau, und wechseln auf den Trank. So, wo sind wir jetzt hin? Kletterbare Ranke. Müssen wieder hier hoch oder was? Nee, da unten. Dort nach unten müssen wir. Da ist er auch schon. Schauen wir mal, ob wir den kriegen. Ich habe ein ganz, ganz komisches Gefühl bei dem. Okay, er scheint vorne am Schnabel, scheint da ein bisschen anfällig zu sein. Boah, was hat der denn da? Okay, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Aber der ist schnell, der Kamerad. Okay. Bloß nicht aus den Augen verlieren. Dabei können wir noch ein bisschen Ressourcen sammeln und wir wetzen noch einmal. Okay. Alter Schwede. Können wir den nicht hier mit fangen irgendwie? Alter. Okay. Können wir hier nicht irgendwas machen?
Ich habe das Gefühl, dass sie immer den gleichen Weg rennen. Und da ist er. Alter, ja. Kämpft über Gegner, ne? Wie soll's recht sein? Oh, Alter. Wow. Und Trank reinhauen. Alter, Alter, Alter. Wo sind denn jetzt hin? Da oben ist er. So, er müsste jetzt genau auf uns zukommen. Da ist er. Ja, hat er den Scheißstein wieder. Okay, hat er da hinten auch schon wieder ein Monster gesehen? Jetzt müssen wir doch langsam mal down gehen, ist ja Wahnsinn. Eieiei.
Ich glaube, dass er jetzt schon in sein Nest zurückkehrt. Wir schärfen nochmal die Waffe. Genau. Und nehmen uns einmal die hier mit. Machen uns einmal voll, bitte. Habe ich hier nicht irgendwie einen Trank? Rotation. Megatrank. Nee. Hab nichts. Muss ich jetzt unbedingt mehr Ausdauertränke irgendwie mitnehmen? So, und ich denke, jetzt sind wir eh schon in seinem Nest. Ja, da muss ich von hinten ran. Ah, er hängt schon. Er hängt schon. Und zwar gewaltig. So, ich hoffe mal, das war's denn jetzt gleich. Alter Schwede, ist gar nicht so einfach, ey. Den ganz langen Atem.
Können wir unbedingt mal wetzen jetzt? Das ist ja Wahnsinn, wie viel hält denn die aus? Trinke habe ich auch nur zwei. Na, ah, da wollte ich einen ausweichen. Jetzt könnte aber mein Ding mal wieder aufgefüllt werden hier. Wähle auf der Weltkarte Astera aus, damit wir nach Hause können. Heftig. Und hat 20 Minuten gedauert der Kampf. So, kehre nach Astera zurück. Aber noch nicht gleich, ich will nur ein bisschen erkunden. Okay, das gibt's mir nichts. Treffen die uns an?
Geht's denn hier hin? Gekritzel. Haben wir jetzt wieder ein paar Tränke. Ja, aus einer Falle hier. Okay, schauen wir doch mal, ob wir nach Asteria zurück können. Okay, gehen wir dort mal hin. So, was hat sie erzählen? Questschalter Wildexperte. Na genau, wir können ja mit ihr reden, dann kommen wir nämlich normalerweise auch zurück. Puh, das ging an die Belastungsgrenze. Bist du bereit, nach Asteria zurückzukehren? Im Mehrspielmodus kannst du mit einem Team aus bis zu 4 Spielern aus den maximal 16 in der Online-Sitzung anwesenden Spielern zu Quests und Expeditionen losziehen. Spieler, die sich in derselben Online-Sitzung befinden, können unabhängig von ihrem Standort per Chat kommunizieren. Vielen Quests kannst du beitreten, obwohl sie bereits begonnen wurden. Expeditionen werden im Spielverlauf freigeschaltet. Der Mehrspielermodus ist für Expeditionen mit Bezug zur Geschichte nicht verfügbar. Wenn du eine Quest starten möchtest, wähle zuerst neue Quest bekannt machen aus und lege dann folgende Option fest. Damit ist die Mission abgeschlossen. Bestimme die Größe der Gruppe, die zur Quest aufbrechen sollen. Wenn du allein spielen willst, setze die Anzahl auf 1. Das haben wir ja schon gemacht. Genau, da können wir einen Codeling für Freunde. Wähle Quest beitreten aus, um einer von einer anderen Spieler gestarteten Quest oder Expedition teilzunehmen. Tust du das, erhält der Questleiter eine Beitrittsanfrage, der dieser zustimmen muss. Beitrittsanfragen sind standardmäßig auf automatisch akzeptieren gesetzt. Um das zu ändern, wähle in den Optionen Quest-Beitrittseinstellungen und setze die Beitrittsanfragen auf manuell. Expeditionen werden am Questschalter nur dann geführt, wenn ein Notleuchtzeichen eingesetzt wurde. Rekrutiert gerade niemand aus deiner Online-Sitzung. Für die gewünschte Quest kannst du Online-Sitzung auswählen, um es in einer anderen Online-Sitzung erneut zu versuchen. Vielen Quests und Expeditionen kann man beitreten, während sie bereits im Gange sind. Wenn du jedoch einer Quest beitrittst, nachdem sie ihren Start eine bestimmte Zeit vergangen ist, erhältst du weder Anerkennung für den Abschluss noch Questbelohnung. Bitte bedenke dies, wenn du Quests beitrittst. Ja, ist klar, kann man sich nicht einfach hier das Zeug ergattern, wenn man das Monster eh schon fast tot ist. Du hältst allerdings sämtliche aus Monstern gewonnene oder auf der Quest gesammelte Objekte. Belohnungen für das Brechen von Monsterteilen oder das Einfangen von Monstern erhältst du, sofern die relevanten Bedingungen erfüllt wurden. Okay.
Oh, gut was geschafft, würde ich sagen. Ausgezeichnet. Danke, dass du den Lagerplatz gesichert hast. Wir haben das Lager schon mal aufgebaut. Fühl dich wie zu Hause. Nun, da ich weiß, was in dir steckt, Fünfer, kann ich dich hoffentlich öfters dazu überreden, Aufträge von mir anzunehmen. Natürlich. Okay. Ja, lautet uns ein Außen fort an Megatränken zu beschaffen. Okay, da muss ich wahrscheinlich Honig dann sammeln. Ein Neger deines Kalibers sollte wissen, wie wichtig sie für eine Quest sind. Es ist aber so, dass wir kaum noch welche haben und jemanden brauchen, der uns Vorräte wieder auffüllt. Außerdem kann es ja auch nicht schaden, wenn du dir ab und zu die Grundlagen der Herstellung wieder hervorrufst. Sei also so gut und hilf uns. Wir zählen auf dich. Okay, Leute, ich würde sagen, machen wir jetzt aber wieder einen Cut an der Stelle und schauen uns in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Ich werde noch ein bisschen mit den Leuten hier quatschen, vielleicht nochmal Quests annehmen. Schauen wir mal. Und dann hoffe ich, dass ihr wieder einschaltet in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch ein Like, Kommentar oder auch Abo da, wie ihr lustig seid. Würde mich alles sehr, sehr freuen. So, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.